Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal die vier Drachenreit-Mounts angucken, mit ein paar Tipps noch, wie man zum Beispiel auch das Mehrsitzer-Mount aktivieren kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten einmal rein. Als allererstes befinde ich mich hier auf dem erneuten Proto-Drachen. Das ist einer von den vier neuen Drachenreit-Mounts hier in der Grundversion. Man kann ja mit verschiedenen Customize-Optionen das Aussehen noch ein gutes Stück verändern. Das werden wir uns nachher auch noch gleich angucken. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Mount-Special an. Ich habe mir extra einen Makro rausgezogen. Ja, kennen wir vom Proto-Drachen. Ist nichts Besonderes. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und das ist der Drache, mit dem ich jetzt hier am meisten rumgeflogen bin. Wo bekommen wir den her? Und zwar, wenn wir hier die verschiedenen Gebiete durchspielen, ist es so, dass wir in jeder Zone einen Drachen bekommen. Den ersten Drachen, den ihr jetzt eben gesehen habt, den bekommen wir am Ende der Main-Kampagne auf der Küste des Erwachens. Die Kampagne erkennt ihr immer daran, dass die Quests mit so ein bisschen einem größeren Symbol gekennzeichnet sind. Sprich, die normalen Quests haben einfach nur dieses Ausrufezeichen und hier haben wir dann dementsprechend noch so eine Umrandung. Heißt, wenn ihr nur diese Quest macht, bekommt ihr am Ende der Zone dann diesen ersten Drachen. Dann in der Ebene von Nonara bekommen wir dann den zweiten Drachen. Das ist einmal hier der grüne und zwar wiedergeborener Valoki-Drache, irgendwie so. Das ist der hier. Da können wir uns dann auch gleich mal das Mount Special angucken. Das ist übrigens auch die Grundversion wieder. Ich habe die tatsächlich noch nicht großartig verändert. Dann schauen wir uns mal das Mount Special an. Ja, auch relativ basic. Flügel schlagen, ein bisschen in Kreischen. Ist eine nette Geschichte. Dann, sobald wir die Main Quest Reihe dann in der dritten Zone durchgespielt haben, das Azurblaue Gebirge, da können wir dann einmal den blauen Drachen kriegen. Beziehungsweise ist er am Anfang zumindest noch blau. Und zwar mal den Hochlanddrachen. Da setzen wir auch mal auf. Den finde ich ehrlich gesagt auch relativ cool. Der ist ein bisschen muskulöser als die alten Drachenmodels tatsächlich. Und dann schauen wir uns auch einmal das Mount Special an. Gut, hier haben wir anscheinend... Ah doch, da ist das Flügelschlagen, wollte gerade sagen. Kein Flügelschlagen. Das ist der hier. Und wenn wir dann auch die letzte Zone durchgespielt haben mit der Main-Quest-Reihe in Tal Drassos, bekommen wir dann noch einen gelben Drachen. Und zwar haben wir den einmal hier, den Klippenwilddrachen. Das sieht irgendwie so ein bisschen nach einem alten aus wegen dem Bart hier. Und auch da können wir uns dann einmal das Mount Special angucken. Ah, okay, der dreht sich so ein bisschen, fliegt ein bisschen nach oben. Ja, macht tatsächlich auch was her. Und das ist dementsprechend dann der letzte. Es ist übrigens so, dass ihr die Kampagne ein Gebiet nach dem anderen durchspielen müsst. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich will gleich den letzten Drachen, ich gehe ins letzte Gebiet, sondern ihr müsst die Küste des Erwachens spielen. Dann führt euch die Kampagne weiter in die Ebene von Onara, danach in das Azurgeheuerte Gebirge und am Schluss dann nach Tal Drassos. Heißt, alle vier Gebiete müsst ihr die Main-Kampagne durchspielen und dann habt ihr alle vier Drachen. Diese Drachen könnt ihr übrigens auch skillen. Am Anfang hier gibt es ja auch eine Quest, die euch das so ein bisschen einführt. Man hat dann zwei Optionen. Erste Option ist quasi bei ihr hier einmal zu sprechen und dementsprechend hier diesen Skillbaum auszuwählen. Ich bin jetzt im Überlegen, Moment, machen wir mal meinen Overlay weg. So, da seht ihr den kompletten Skillbaum. Ihr könnt hier tatsächlich alles skillen. Es gibt zwei optionale Sachen, da kann man dann auswählen, je nachdem, was man von den Sachen haben will. Da gibt es jetzt nicht wirklich so ein richtig und ein falsch. Ich glaube, bei dem einen war, glaube ich, eine Auswahl, ob man Kräuterkunde hat oder nicht, beziehungsweise dann gab es noch eine Auswahl, ach ja genau, hier war das mit der Kräuterkunde. Und Mineralien, dass man dann eine bessere Regeneration von dem Elan hat. Und hier oben gab es dann noch eine Auswahl, ob man dann mehr Movement Speed nach dem Landen haben möchte oder ob man ein bisschen Schaden machen möchte mit dem Landen. Ist jetzt die Frage, es ist nicht sonderlich viel Damage. Aber ihr könnt alles skillen und diese Skillung schaltet ihr in dem frei, dass ihr euch solche Drachenglyphen besorgt. Diese Drachenglyphen gibt es insgesamt 12 pro Gebiet, also wenn ihr alle habt, 48 Stück und diese 48 Stück, wenn ihr die gesammelt habt, könnt ihr dann hier dementsprechend alles auskillen. Die sind auf der ganzen Map verteilt. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch gern, wo ich alle abgeflogen bin. Wenn ihr da noch Probleme habt, dann könnt ihr da gern reinschauen. Alternativ gibt es auch Add-ons wie Handy Notes, da sind die natürlich auch eingezeichnet. Wir können aber nicht nur bei ihr hier das Ganze skillen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir hier drauf drücken auf unser großes Symbol, wo vorher die Pakte drin waren, dass wir hier auf Anzeigen klicken und dann haben wir quasi selben Skillbaum. Ihr könnt hier auch skillen, also ihr müsst eigentlich nie zu ihr hier zurück.
zum kleinen Info, wo wir uns jetzt hier befinden, vielleicht für die Leute, die das schon fertig gemacht haben oder noch nicht hier waren und das übersehen haben. Wir sind hier auf den Koordinaten 74, 57 auf der verheerten Küste. Nicht der verheerten Küste, Küste des Erwachens, so rum. Ich bin schon wieder irgendwo in Lietchen abgedriftet. Nein, also Küste des Erwachens. Und dort können wir bei ihr hier, Litragosa, auch tatsächlich das Meersitzer-Mount aktivieren, aber auch deaktivieren. Hier die untere Dialogoption können wir einmal das Meersitzer-Mount deaktivieren und aktivieren, wenn ihr es noch nicht aktiviert habt. Was ist das Meersitzer-Mount? Ihr könnt bei diesen verschiedenen Drachen einen anderen Spieler mitnehmen. Da funktioniert das dann so, dass einfach so ein kleiner Drachling oben erscheint und man dementsprechend dann einen anderen Spieler mitnehmen kann. Ist eine praktische Sache. Ich bin in letzter Zeit immer mit zwei Chars parallel am Leveln und beziehungsweise Questen gewesen und habe dann immer meinen zwei Char mit dem Drachen mitgenommen. Genau, so viel zu diesen Geschichten. Das war es eigentlich, was ich euch jetzt hier zu den Drachen an sich zeigen konnte, beziehungsweise hier mit diesem Meersitzer-Mount. Jetzt können wir uns hier noch eine Geschichte anschauen. Ihr könnt den Drachen natürlich auch ein bisschen customizen, hatte ich vorhin schon angesprochen. Und da gibt es alle möglichen Optionen von komplett anderen Gestalten, wie ihr hier seht, aber auch Farbvarianten. Man kann dann bestimmte Teile vom Drachen noch ein bisschen anders gestalten, irgendwelche Muster auflegen, Hörner und die auch in der Farbe tatsächlich ändern. Und dann gibt es das aber auch nicht nur für einen Drachen, sondern tatsächlich für alle drei Drachen. Ja, also ihr könnt bei allen Drachen hier auch die Farben ändern und dementsprechend sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten haben. Es gibt hier auch eine Random-Auswahlmöglichkeit, was ganz praktisch ist, wenn man einfach mal ein bisschen faul ist, nicht durchzuklicken, aber möchte man was anderes, kann man das hier ein bisschen random gestalten. Viele von diesen Auswahlmöglichkeiten kann man sich tatsächlich besorgen, indem man questet, Rares tötet und viele andere Aktivitäten absolviert. Später wird es dann auch noch Sachen über zum Beispiel PvP geben. Wenn man jetzt einen Gladiator-Titel hat, hat man ein sehr spezielles Aussehen freigeschalten oder auch irgendwelche Raid-Erfolge. Da gibt es dann auch nochmal spezielle Ausrüstungssachen, die man hier dann bei den Drachen ändern kann. So viel dazu. Ich habe jetzt noch nicht sonderlich viel gemacht. Gefühlt habe ich schon hunderte freigeschalten, aber ihr seht, wie viel tatsächlich hier auch noch verschlossen ist. Also sehr, sehr viel tatsächlich. Teilweise wundere ich mich, wo die ganzen Sachen hingegangen sind, die ich freigeschalten habe. Aber ab und an zwischendurch haben wir hier auch ein paar Untermenüs. Es sind aber auch vier verschiedene Drachen und dementsprechend sehr viele Möglichkeiten zur Veränderung. Damit sind wir dann tatsächlich am Ende. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen offen haben, schreibt die gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.